So, zuerst müssen wir das Fleisch apparieren, wie wir sagen, also entfetten, dass die ganzen Fettsäuren nicht am Fleisch sind, weil die sind dann zäh beim Essen. Die sollte man abschneiden. So, dann schneidet man sich schöne, gleichmäßige Medaillons, wattiert die ein bisschen. Dann kommt unsere eigens angefertigte Gewürzmischung, bestehend aus Salz, grünem Pfeffer, Schnittlauch, Ingwer und anderen verschiedenen Kräutern, Thymian, Rosmarin. Da drinnen wird das ein bisschen gewälzt. Dann nehmen wir unseren Bacon, kalten den schön aus, und ummanteln unsere Schweinemedaillons. Drücken das ruhig nochmal wieder fest, damit ein Garpunkt entsteht. So, jetzt nehmen wir unsere Schweinemedaillons, nehmen eine heiße Pfanne. Wir nehmen dann Knoblauchöl, weil es einfach für den Geschmack schöner ist. Dann legen die Schweinefilets auf die heiße Herdplatte. Wir benutzen noch einen Kernfühler, damit wir garantieren können, dass das Fleisch danach medium ist. So, stellen das bloß mal kurz ein. Erstmal auf 48 Grad, da ist es im Kern auf Englisch. Wenn man jetzt keinen Kernfühler zu Hause hat, nimmt man sich einfach eine heiße Pfanne. 4 Minuten von jeder Seite, damit es mit den Handballen so leicht noch eintrittbar ist, und dann ist es auch medium. So, jetzt wenden wir das Fleisch. Es wird ja schon gehört, also ich empfehle eine heiße Pfanne, Öl rein, das Schweinefilet anbraten und dann wirklich runtergehen mit der Hitze, damit es schon gegart wird und damit es zart bleibt. So, jetzt ist das Fleisch fertig gegart. Ich ziehe meinen Kernkühler raus, lege diese zwei Schweinefilets, jetzt englisch gegart, in meinen kleinen Topf mit Kräuterbutter. Nehme noch ein paar frische Kräuter hinzu. Es gibt Aroma und ein bisschen Geschmack. So. Und dann kommt es nochmal für 5 Minuten in den Ofen, damit das Fleisch ruhen kann und schon weiter gar. So, bei 145 Grad. Natürlich gegart, nicht zu heiß, weil sonst wird es zu trocken für die Flüssigkeit, sondern bei einer schönen Mitteltemperatur, damit das Fleisch wieder schon nicht mehr. So, jetzt sind die 5 Minuten rum, ich nehme das aus dem Ofen raus. Wie man sieht, ist jetzt schön geschmolzen, die Kräuter. Der Duft ist ins Fleisch hinein. Ich nehme das vorsichtig raus. Und ich lasse in unserem Topf an. Einen leichten Salatdeko. Ich esse am liebsten Spätzle dazu mit Pfeffersoße. Aber das ist bei uns im Kugelhaus frei wählbar, je nach Geschmack. So, nehmen wir uns natürlich noch ein bisschen Bratkorn. Gießen das noch leicht aus Fleisch. Und dann ist es für zu Hause eigentlich schon komplett fertig. Wir im Schwerelos geben uns damit natürlich nicht zufrieden. Nehmen uns den Topf und schicken ihn per Looping und Achterbahn einfach zu einem Gast. Wir nehmen uns den Topf, machen unsere Spezialhaltung mit Blumen, weil sonst fällt das Essen raus. Und schieben es ab. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de.